Now tell me, what are we fighting for? Yo, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Enlisted. Am Wochenende, ich bin's, euer Jumper Götz Frontline, und ich freue mich wirklich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Und sag jetzt nochmal, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Beim letzten Mal sind wir auf der Seite der Achsenmächte bei Stalingrad gewesen. Da haben wir die, ich sag mal, Achsenmächte-Phase abgeschlossen. Ich mache hier mal Kampagne so Achsenmächte, eine Kampagne so Alliierten, phasenweise. Also nächstes Wochenende wäre nämlich Phase Alliierten Normandie. Und ja, da haben wir aber verloren. So ziemlich derbs. Dein Gewehr gefällt mir nicht, das muss ich sofort mal tauschen. Ich mache ja diese Musik dann ganz. Ist ja von der Seite der Sowjetunion echt meine Lieblingsmusik in der ganzen Version. Ich weiß es auch nicht. Obwohl die anderen, ne, Dragonair ist viel kürzer, ne? Karabiner. Ja, ich war noch nicht schon. Na gut, hat einen anderen Lademechanismus und Visier. Und ja, irgendwie, ich mag trotzdem diese Mosin Nagant M91-30 lieber als die anderen. Wahrscheinlich, weil die einfach vom Namen her der M91-28 näher kommt. Ich gucke mal, wie das heißt. Da bin ich ja hier, Gewehr M28, genau. Ne? Der hier irgendwie nahe kommt, wo wäre die doch. Jetzt mal Länge. Wo haben wir da hier die Länge stehen? Gewicht. Man hat echt die Länge hier nicht. Oh, das ist schade. Okay. Ich mache einfach auf der Seite der Sowjetunion diese Musik immer ganz lieber. Ist einfach wirklich so, wie so oft bei mir. Ich schaue auch auf das Optische bei der Waffe, und da muss ich sagen, die gefällt mir auch liebend gern. Obwohl die länger ist. Mir gefällt aber auch, wie die Charaktere hier das halten, das seht ihr jetzt aber auch alles. Nicht wundern, wenn ihr da im Hintergrund irgendwie was hört. Eine Schule hier bei mir, das ist eine internationale Schule. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, so ein Ereignis, Schulfest. Nein, wir sind nicht eingeladen, bevor ihr fragt. Nein, wir wurden nicht eingeladen. Leider. Ja, das ist traurig. Nee, aber wir kennen da auch niemanden, ne? Also warum sollen wir da, soll man uns da einladen? Wäre natürlich eine nette Geste, aber da müssten wir, oder sehen wir uns wahrscheinlich dann auch in der Pflicht, also wenn die das Haus hier einladen würden, sehen wir uns in der Pflicht, sie dann auch bei irgendein Ereignis einzuladen. Das ist ein bisschen schwierig für uns. So, wir müssen angreifen. Und, ach ja, ich entschuldige mich auch von gestern das Video noch. Das habe ich auch erst bemerkt, nachdem ich es hochgeladen hatte. Ich war viel zu leise. Ich habe jetzt aber vorhin echt gecheckt. Jetzt dürfte ich deutlich lauter sein, ohne dass ich wirklich brüllen muss. Das finde ich gut. Aber nee, doch nicht schon. Das Maschinengewehr. Und
Ich habe auch hier ein bisschen meine Kampftaktik doch ein bisschen geändert. Kleines bisschen, ne? Weil vorher habe ich ja immer gesagt, ja komm, Arschlecken, ihr stürmt drauf, also meine KI. Und jetzt sage ich, kommt lieber mit mir mit. Und greift dann an, so dass die von der anderen Ecke. Da die Gegner einen Schock, hoffe ich zumindest, verursachen. Nur deren Pech, ich bin kein Schafesser. Entschuldigung. Das ist so ein Lachen so für. Ich habe einen sehr schlechten Witz gemacht und der tut mir weh, eigentlich schon mental. Das ging echt schnell. Dieser Abschnitt war echt schnell so. So, Jungs, ihr bleibt mal schön da. Das ist ein dänisches Maschinengewehr sogar. Habe ich echt nicht gedacht, dass die Sowjetunion früh dänische Waffen oder andere Waffen genommen haben. Gut, einerseits ja. Wovon denn sonst? Ne? Viel hatten die damals ja nicht, bevor die ihre eigenen Waffen konzipiert haben. Aber das Madsen-MG ist sogar, finde ich ehrlich gesagt, sehr geil. Da bin ich echt ehrlich, das ist super geil einfach nur. Ich kann es nicht ausreichend betonen, wie geil das ist. Ich weiß, ich alter Übertreiber, ich. Rückstoß ist auch recht ganz gut zu kompensieren, also zu halten. Kommt natürlich auch auf die Feuerstöße an und auf den Charakter, wie gut der da drin ist. Sowas zu halten. Weg da raus, weg von meiner Sicht. Na.
Also der Typ muss echt irgendwie Fähigkeits... Oh Gott. Ah, geschafft. Okay, das war's. Ich wollte gerade sagen, Jung, komm hier zu mir, aber nee, er ist jetzt gerade erschossen worden. Und warum sage ich, oh Gott, weil jetzt kommt der schlimmste Abschnitt auf dieser Map. Als Angreifer kann das echt sehr schlimm für den Angreifer werden. Wir müssen ja eine Burg stürmen. Gehen mal. Hoffentlich kriege ich den. Nein, hat mir jemand geklaut. Schön, ich habe immer noch Panzerabwehr. Das ist ein Klo. Ach nee, Bock. Ja, klar, Quatsch. Nee, das ist ein Kloster. Was aber irgendwie wie eine Burg aufgebaut ist. Das gab es ja damals auch. Dass manche Abteien, je nachdem wie viel Geld die natürlich auch hatten, sich wirklich sowas leisten konnten. Das hier entfernen, weil sonst können unsere Panzer nicht gleich, wenn es weitergeht, uns folgen. Schön alle Panzerabwehrtypen vernichtet, ey. Ein bisschen schwer. Japanisch, würde ich jetzt mal sagen, dass das Japanisch ist. Klar, Panzer können diesen Punkt jetzt nicht einnehmen, wenn die hier drauf sind, aber das ist so ein unheimlicher Kampfvorteil, einfach wenn man jetzt hier einen Panzer auf dem Hof hat. Ja, da sollte man wirklich schon mehr ans Team denken als an sich. Gut, und man kriegt auch selber Punkte fürs Zerstören, ne, der Hindernisse und der Aufbauten. Wenn man das abgerissen hat.
Also warum nicht? Das ist über 91 da mal sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Boah, die Sonne blendet da. Das ist geil. Das macht es nicht einfach für jemanden da zu sehen. Okay, von hier kommt niemand. Erinnert euch dran, Leute, je mehr Leute auf einer Zone sind, desto schneller kann sie erobert werden. Ah. Verläuft auch recht schnell diese Runde. Stelle mich lieber doch nicht direkt da an die Treppe. Es ist zu offensichtlich. Es ist zwar auch zu offensichtlich, dass ich mich hier hinter und so weiter verstecke, aber man sieht es nicht sofort. Ne? Bei der Treppe, klar. Ne? Zu offensichtlich, da weiß man, und hier hat man mehrere Versteckmöglichkeiten. Genau, ich kann es eigentlich. Sofern der Gegner natürlich von da kommt. Er könnte natürlich jetzt auch nicht von da kommen. Er könnte natürlich auch von da sein Glück versuchen. Wie es auch aussieht, weil da kommt jetzt eine ganze Gruppe von uns hoch. Boah, der hat die 41er schon. Ja, gewonnen. So schnell. Super schnell, oder? Also, wow. Und ich habe diesmal habe ich gewonnen. Gut, ich habe jetzt so viel zu Kaff nicht beigetragen. Ne? Nur 5 Eroberungen. Ne? Alle 5 gemacht? Wow. Ein Kopfschuss, also Kills technisch recht wenig. Ne? Aber 5 Eroberungen dürfte mir. Ah, nee, der Taktiker. Der hat wahrscheinlich auch mehr Punkte, ja, weil der auch deutlich mehr Punkte hat. So. Stimmt, das ist jetzt auch eine neuere. Man kriegt ja jetzt. Oder habe ich das schon mal erzählt? Verzeiht mir, wenn ich das wieder vergessen habe. Aber man kriegt jetzt auch selber persönlich einen Rang zugeschrieben. Ja, der hat keine. Oder. Ne, man kann hier rangtechnisch aufsteigen. Ne, ich bin jetzt gerade Obergefreiter. Ne, das sieht man Profilbild. Ich bin Obergefreiter, was ich auch beim Bund war. Und da kann man auch aufsteigen. Boah, ich sehe gerade. Oh, meine KD. Für meine Verhältnisse nicht schlecht.
Normalerweise ist das immer meist andersrum. Oh, da sieht man mal Panzerabwehrkills. Mörserkills, gut, so viel bin ich ja auch. Lange habe ich Mörser noch nicht und so viel bin ich damit nicht unterwegs. Pistolen ebenso nicht. Wobei gestern habe ich wirklich mal gespielt und ich habe es echt auch wenn das jetzt nicht war so. Also ich habe es da echt mit Pistolenkills und Nahkampfkills. Boah. Ich war zwar jetzt nicht ein Berserker oder so, das will ich jetzt damit nicht sagen, aber ich war nicht schlecht. Ich war richtig gut sogar. Also, ja. Da bedanke ich mich auch, wenn das jetzt schon echt schon alles war, in so einer echt kurzen Zeit. Bedanke ich mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, zeigt das, indem ihr einen Daumen nach oben macht. Schreibt mir in den Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Wenn ihr auch mal gerne mit mir spielen wollt, Enlisted, ne, sagt, schreibt mir auch. Wir können gerne zu zweit Enlisted zocken. Ich habe auch Discord. Ich habe zwar jetzt keinen eigenen, doch, ich habe einen eigenen Kanal. Das ist jetzt nicht der Girls Frontline-Kanal, der auf Discord, den gibt es leider auch gar nicht mehr. Der hat zugemacht. Finde ich schade. Aber ich glaube, es lag daran, dass da eben recht wenig Aktivität stattgefunden hat. Kann ich ganz gut verstehen. Jedenfalls, ne, wenn ihr wirklich sagt, ey, ich habe mal Bock mit dir mal zu zocken, warum auch immer, ne, können wir das gerne machen. Ne, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und echt keine Videos mehr von mir verpassen wollt, abonniert mich, ne, und aktiviert die Glocke. Dann kriegt ihr sofort mit, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und der Rest, ja, sage ich jetzt einfach mal, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restsamstag und ein wunderschönes Restwochenende. Bleibt gesund und man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüssi!